Einen wunderschönen guten Tag hier bei Hogwarts Legacy. Wir stehen mit unserem linken Fuß in einem Stein, deswegen können wir uns auch nicht wegbewegen. Die italienische Mafia hat uns hier festbetoniert und jetzt warten wir auf die Flut. Außer wir können mit einer gewagten Hechtrolle aus diesem Stein hinauskommen. Wir werden es probieren und... Naja, nicht so ganz, weil falscher Knopf. Ich hab's aber auch nicht drauf heute. So, ich habe hier dieses Problem jetzt. Ich wollte die eigentlich alle hier drin lassen. Dann müssen wir mal gucken nach den Talents. Go tell it on the mountain. So, was mit Tieren? Alles klar. So, es sind Wilderer in der Gegend, haben wir gelernt. Ja, wir haben ja auch schon mal welche getroffen und denen mächtig auf die Schnauze gehauen. Hi, wie geht's dir? Und jetzt können wir natürlich auch in die weite Welt hinaus. Hinaus. Wir müssen herausfinden, wo die weite Welt eigentlich ist. Das haben wir vergessen. Da hinten lang ist die weite Welt. Oh, da. Nein, wir werden an der weiten Welt schon nochmal vorbeikommen. Blablabla. Geheime Räume brauchen wir gerade keine. So, ich sehe jetzt hier gerade. Ausrüstung, bla bla bla, Karte, Aufträge. Das ist ja so ein bisschen hier, verbessere deine magischen Fähigkeiten, um die nächste Herausforderung anzutreten. Finde Lord Gok den Kobold. Der Wesenunterricht besuchen habe ich, finde heraus, was Goldwyn Moon will. Habe ich auch gemacht. Was haben wir hier noch? Muss im Unterricht Fortschritte machen und Professor Sharps Aufgabe abschließen, um Depulso zu erlernen, ehe ich hiermit fortfahren kann. Lerne Depulso von Professor Sharp. Erreiche Stufe 12 habe ich gemacht. Ah, einen Fokustrank müssen wir testen und den Udurus müssen wir... Ja gut, okay. Lasse Ballons über den Bahnhof vom Hogsmeade platzen. Bringe Ballons rund ums Quidditch-Feld zum Platzen. Ja, das können wir ja auf jeden Fall mal wieder immer zwischendurch machen. Beschaffe und teste einen Veneno Tentacula. Beschaffe und teste eine Raune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Oha. Ich habe gelesen, Professor ohne Aufgabe. Oh, das macht's aber einfach. Trollpopel sammeln und Depulso wirken. Ja gut, dafür brauche ich ja erstmal, muss ich erstmal lernen. Das sind die deutlichen Schlüssel. Da fehlen schon nur zwei. Ah, das habe ich schon gemacht. Da muss ich noch zum Fuzzi zurück. Und da muss ich auch mit Pippin reden. I'll be weeks. Bei der letzten Besenprüfung konnte ich... Ja. Und Perry Pippin von Jelly Pippins Zaubertränke in Hogsmeade hat mit einer Eule zu einer Lieferung. Hat mir eine Eule zu einer Lieferung geschickt. Ich sollte mit ihm sprechen. Also müssen wir vielleicht doch wirklich mal. Was sind der Mann der Dämonen, genau. Ja, da ist doch schon ziemlich viel offen an sich. Aber das heißt, wir müssen eigentlich wirklich mal ganz entspannt uns in Richtung Hogsmeade bewegen. Denn da gibt's Dinge zu tun. Mondstein! Die Taschen voller Mondstein. Gibt's ein paar Sachen,
Also ich glaube, ich werde. Oh, hier hört einfach die Straße auf. Ah. Ui, Igelchens. Kann man also gebrauchen. Ich glaube nicht, dass ich alle alles irgendwie mal machen und tun kann, hinkriege, wie auch immer. Also mal bin ich eigentlich blöd. Wie war das? Der war es nicht. Es war. So war das. So, ich hab mal einen Besen, das mache ich mir hier die Mühe. Also ich soll Ballons auf dem Quidditch-Feld zerplatzen lassen. Dann machen wir das halt auch gerade mal. So, ich habe den Eindruck, irgendwo fehlt noch einer. Ne, ich sehe aber kein Ballon mehr. Nein, es hätten 5 sein müssen, waren es nicht immer 5? Tja, doch nicht. Durch die Tribüne, da gucken sie, ne, wa? Ja. Eins Türmchen. Das sind wieder Ballons über den Bahnhof oder ne, irgendwelche Ballons. Einfach irgendwelche Ballons. Egal, wir lassen Ballons da platzen, weil es Spaß macht. So, immer mal so zwischendurch, nicht wahr? So, jetzt haben wir hier den See. Da drüben ist die Eisenbahn. Dann ist da hinten Hogsmeade. Wollten wir da hin? Da wollten wir hin. Ja, ich glaube, da wollte ich hin. Da sind auch wieder Ballons. Oh, 1, 2, 3. Die fangen da drüben an. Okay. Nehmen wir das auch gerade mit. Wir kennen das Spielchen ja auch von Assassin's Creed. Ewig lang keine Hauptmission machen, weil man von einer Nebenmission in die andere purzelt, weil man es einfach nicht lassen kann. Ich habe keine, ich habe, glaube ich, keine Dingens mehr. Keine, was braucht der? Malve, ne? Malve, Malve haben wir nicht mehr. Malve hat sich ausgemalvt. Die habe ich zermalvt. Und zerstampft.
So, was lebt hier? Angeblich leben hier Tiere. Ah, komische Frösche. Da weiß ich nicht, ob ich einen Frosch haben will. Frosch ist irgendwie eklig. Ja. Sehen wir, was sie da unten von mir wollen. Oh, Stonehenge. Wie schön. Ah, das ist auch wieder so ein... Ich muss mir echt mal Malven kaufen wieder. Ist ja schlimm. Kann ja nichts machen hier. Mit diesem Merlin, der hier überall verteilt ist. Ist nur mit dem Mann. Überraschung. Gib zu, du warst überrascht. Das hat dich total weggeflasht. Fällt einer auf eine so vom Himmel runter. Warte, Plums, ist doch da. Was haben wir denn hier? Ist das hier die... Hier gibt's die Hufflepuffs. Ah, Hufflepuffs, die Knuddelmuffs. Die verknuddeln sich einfach. Da, das ist der Outsider-Knuddelmuff. Ah, ich kann nur mit gezähmten Magischen interagieren. Echt? Aber ich will ihn doch gerade zähmen. Okay, dann ist Tierzähmen irgendwie bei mir noch nicht angekommen. Na gut. Dann eben nicht. Dann bleibt halt unknuddelig, ihr Muffs. Ihr Muffdies. Ein Mondstein. Fünf. Also für irgendwas habe ich einen Mondstein ausgegeben. Kann sein, ja. Ich bin der Julius und laufe durch die Stadt. Und ich habe alle anderen Menschen satt. Ich bringe sie alle um. Doch wäre das sehr dumm, wenn... Das Hallo, Ministerium Humor. Davon Wind bekommen. Guten Tag, ich wohne jetzt hier. Warum? Weil ich dieses Schloss geknackt habe und jetzt hier wohnen möchte. So. Wenn Sie mir bitte all Ihr Erspartes geben würden, das wäre sehr nett. Ah, ich sehe schon, Sie haben es hier in der Truhe. Alles klar, ich nehme es mir dann einfach. Ich mache Ihnen ein Loch in die Wand, weil das, was Sie mir hier geben, scheiße ist. Aber ich mag Ihr Haus. Rebellion. Ich habe Ihr Haus rebelliert. Es ist eine Rebellion. Ja, so bin ich drauf. So. Ich sollte einen neuen Tag erfinden. Einen, den jeder braucht. Stufe 2, okay. Okay, ich kann auch eine Katze nicht streicheln. Also, ein bisschen empfindlich. Wir mögen halt nicht jedes Tier. Entschuldigung. Guten Tag. Ah. Hätte ich bloß den Mut, in den Wald zu gehen. Clementine Ritzel. Wer sind Sie? Entschuldigung. Haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willatzi. Freut mich.
Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Ja. Ron Weasley gefällt das. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Uah. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Nun, das mit den Spinnenhöhlen ist wahr. Also gut, wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Alles klar. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Warum können wir nicht den Schmetterling folgen? Tja, Ron, weil ich den Schmetterling folge und du folgst halt den Spinnen. Was hast du denn davon? Zwei Klassengesellschaft und so. Oh, Revelio. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Ollivander hat ein Zauberstabgeschäft. Das läuft gar nicht schlecht. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Das läuft gar nicht schlecht. Das läuft gar nicht schlecht. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Lumos. Oh, wie schön. Ist das der Waldrand mit den Schmetterlingen? Ich habe dieses Bild schon einmal gesehen. Ach, du schon wieder, bist eine Katze. Geh weg. Du hast gerade keine Zeit für Katzen. Schloss auf Stufe 3. Hier ist eine Mauer. Ja. Lumos. Hab ich dich. A Mother to the Flame. So. Jetzt muss ich nur herausfinden, wo dieses Ding war. Das machen wir gleich. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Ja. Godric Gryffindor ist deine Mutter. Hör auf mich an zu Ich habe selber so ein Problem. Wo ist denn jetzt dieses Bild hin? Black wird bestimmt als der schlechteste Schulleiter aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Ja. Wenn jemand wusste, wie man Muggel fernhält, dann denke ich es. Ich finde dieses scheiß Ding nicht mehr, das gibt's doch nicht. So weit war das doch gar nicht. Ja, ja. Ich kam nicht von da oben, ne?
Entschuldigung, vermisst hier jemand eine Motte? Hallo, ich habe hier eine Motte übrig. Hallo, vermisst die jemand von euch? Entschuldigung, haben Sie eine Motte bestellt? Nee, ne? Scheiße, hier draußen war schon die gewesen. Nicht. Nein, ich will diese Motte hier loswerden. Wenn bei Capri die flotte Motte im Meer ertrinkt. Wow. Ich kann alles verwandeln, wenn es nicht anstrengend ist. Ich mache alles für sie, außer ich habe keine Lust. Ich kann alles, was ich kann, außer das, was ich nicht kann. Das kann ich nicht. Tagespropheten, okay. Ach, sie verkauft den Tagespropheten. Ich war nie gewesen da, wo... Also hier war ich nie gewesen. Ja, ja, Godfrey Gryffindor, der größte Duel. Ja, das haben wir doch alles schon gehört. Hören Sie, das ist nicht hilfreich, was Sie mir hier erzählen. Ich habe eine Motte und ich will die jetzt gerne an den Meistbietenden verkaufen. Wollen Sie eine Motte kaufen? So, jetzt haben wir nämlich den Ärger. Jetzt habe ich die scheiß Motte nämlich verloren. Haben Sie nicht das Anhängerlager bei Lower Hogsfield zerlegt? Das war eine tolle Leistung. Alohomora. Und jetzt habe ich die Motte verloren. Dann klaue ich jetzt bei den Nachbarn, ist mir doch egal. So. Entschuldigen Sie? Du gehörst mir, Demi Geis. Ach, es ist ja jetzt Nacht. Ach, guck. Lumos. Ich habe vergessen, wie wir den... Ach, hier. Lumos. Levioso. Expelliarmus. Ach, hier. ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, wie man den Dings. Ich weiß es nicht. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Verdammt, wie ging das denn? Ich hab das echt vergessen. Kacke. Mr. Moon. Kann die Moon nur nachts einsammeln, ja. Es war nichts damit. Rebellion. Protego. Ach ja, das war ja das. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's echt vergessen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man diese Dinge einsammelt.
War doch irgendwas mit... Ich weiß es echt nicht mehr. Lumos. Das hat mit Necron nichts zu tun. Nebuloso. Ich hab's echt vergessen, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Diese Scheißfiguren. Verrückt. Dann verstecke ich mich jetzt hier im Schlafzimmer und beende diese Folge. Da waren wir heute nur ganz komisch unterwegs. So, wir sind unsichtbar. Wir sind wieder da, wir sind da, wir sind weg. Wir gucken ganz schön blöd in die Kamera. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Verdammt, wie ging denn dieser Quatsch? Das ist ja unglaublich. Bis morgen.